Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der zerbrochene Krug. Ein Lustspiel von Heinrich von Kleist. Was zum Henker sagt, Gevatter Adam? Was ist mit euch geschehen? Wie seht ihr aus? Ja, seht, zum Straucheln braucht's doch nichts als Füße. Auf diesem glatten Boden ist ein Strauch hier. Hier bin ich hingefallen, sage ich euch. Unbildlich hingeschlagen? Ja, unbildlich. Es mag ein schlechtes Bild gewesen sein. Wann trug sich die Begebenheit denn zu? Jetzt, in dem Augenblick, da ich dem Bett entsteig. Ich hatte noch das Morgenlied im Mund. Da stolper ich in den Morgen schon. Und ehe ich noch den Lauf des Tages beginne, renkt unser Herrgott mir den Fuß schon aus. Und wohl den linken oben ein. Den linken? Der ohnehin schwer den Weg der Sünde wandelt. Der Fuß war schwer, warum? Der Klumpfuß. Klumpfuß? Ein Fuß ist wie der andere ein Klumpen. Erlaubt? Da tut ihr eurem Rechten Unrecht. Der Rechte kann sich dieser Wucht nicht rühmen und wagt sich eher auf Schlüpfrige. Ach was. Wo sich der eine hinwagt, folgt der andere. Und was hat das Gesicht euch so verrenkt? Mir das Gesicht? Wie? Davon wisst ihr nicht? Ich müsste ein Lügner sein. Wie sieht's denn aus? Wie's aussieht? Ja, Gevatterchen. Abscheulich. Erklärt euch deutlicher. Geschunden ist's, ein Groll zu sehen. Ein Stück fehlt von der Wange. Wie groß, nicht ohne Waage, kann ich schätzen. Teufel auch. Hier, sieht's im Spiegel. Ein Schaf, das eingehetzt von Hunden sich durch Dornen drängt, lässt nicht mehr Wolle sitzen, als ihr, Gott weiß wo, Fleisch habt sitzen lassen. Ja, es ist wahr. Unlieblich sieht es aus. Die Nase hat auch gelitten. Und das Auge? Das Auge nicht, Gevatter. Ei, hier liegt querfeld ein Schlag. Blutrünstig straf mich Gott, als hätte ein Großknecht wütend ihn gefährt. Das ist der Augenknochen. Ja, nur seht, das alles hatte ich nicht einmal gespürt. Ja, ja, so geht's im Feuer des Gefechts. Gefecht was? Mit dem verfluchten Ziegenbock am Ofen focht ich, wenn ihr wollt. Wie? Jetzt weiß ich's. Da ich das Gleichgewicht verliere und gleichsam ertrunken in den Lüften um mich greife, fass ich die Hosen, die ich gestern Abend durchnässt an das Gestell des Ofens hing. Nun fass ich sie, versteht ihr? Denke mich ich tor, daran zu halten. Und nun reißt der Bund. Bund jetzt und Hose und ich, wir stürzen und häuptlings mit dem Stirnblatt schmetterig auf den Ofen hin. Just wie ein Ziegenbock, die Nase an der Ecke vorgestreckt. Gut, gut. Verdammt. Der erste Adamsfall, den ihr aus einem Bett hinausgetan. Mein Seel. Doch, was ich sagen wollte, was gibt's Neues? Ja, was es Neues gibt?
Der Henker Holz, hätte ich doch bald vergessen. Nun? Macht euch bereit auf unerwarteten Besuch aus Utrecht. Ja. Der Herr Gerichtsrat kommt. Wer kommt? Der Herr Gerichtsrat Walter kommt aus Utrecht. Er ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern und heute noch trifft er bei uns ein. Noch heute seid ihr bei Trost? So wahr ich lebe. Er war in Hollau, auf dem Grenzdorf gestern. Hat das Justizamt dort schon revidiert. Ein Bauer sah zur Fahrt nach Häusern schon die Vorspannpferde vor dem Wagenschirm. Heute noch her, der Gerichtsrat her aus Utrecht? Zur Revision, Herr Wachermann, der selbst sein Schäfchen schiert, dergleichen Fratzen hasst, nach Häusum kommen und uns kujonieren. Kam er bis Hollach, kommt er auch bis Häusum? Nehmt euch in Acht. Ach, geht. Ich sag es euch. Geht ihr mit euren Märchen, sag ich euch. Der Bauer hat ihn selbst gesehen zum Henker. Wer weiß, wenn der triefäugige Schuft gesehen. Die Kerle unterscheiden ein Gesicht von einem Hinterkopf nicht, wenn er kahl ist. Wohlan, so zweifelt fort in Teufels Namen, bis er zur Tür hier eintritt. Er eintreten, ohne uns ein Wort vorher gesteckt zu haben. Der unverstammt, als ob's der vorige Revisor noch der Rat Wacholder wäre. Es ist Rat Walter jetzt, der revidiert. Wenngleich Rat Walter. Gut, jetzt lass mich zufrieden. Der Mann hat sein Amt seit Jahr geschworen und praktiziert wie wir nach den bestehenden Edikten und Gebräuchen. Nun, ich versichere euch, der Gerichtsrat Walter erschien in Holler unvermutet gestern. Visierte Kassen und Registraturen und suspendierte Richter dort und Schreiber. Den Teufel auch. Hat das der Bauer gesagt? Dies und noch mehr, so? Wenn ihr es wissen wollt. Hm? Denn in der Frühe heute sucht man den Richter, den man in seinem Haus Arrest gegeben, und findet hinten in der Scheuer ihn am Sparren hoch des Daches aufgehangen. Was sagt ihr? Hilf inzwischen kommt herbei. Man löst ihn ab, man reibt ihn und begießt ihn. Ins nackte Leben bringt man ihn zurück. So bringt man ihn. Und doch jetzt so wird versiegelt in seinem Haus, vereidet und verschlossen. Es ist, als wäre eine Leiche schon und auch sein Richteramt ist schon beerbt. Na, ihr seht. Ein liederlicher Hund war's. Sonst eine ehrliche Haut, so wahr ich lebe. Ein Kerl, mit dem sie's gut zusammen war. Noch grausam liederlich, das muss ich sagen. Wenn der Gerichtsrat heute in Holla war, so ging's ihm schlecht, dem armen Kauz, das glaube ich. Und dieser Vorfall, einzig sprach der Bauer, sei schuld, dass der Gerichtsrat noch nicht hier. Zu Mittag treff er doch unfehlbar ein. Zu Mittag? Gut. Gevatter. Jetzt gilt's Freundschaft. Ihr wisst, wie sich zwei Hände waschen können. Ihr wollt auch gern, ich weiß, Dorfrechter werden. Und ihr verdient's bei Gott so gut wie einer. Doch heut ist noch nicht die Gelegenheit. Heut lasst ihr noch den Kelch vorübergehen. Dorfrichter? Ich? Na ja, nun denn. So kommt, Gevatter. Folgt mir ein wenig zur Registratur. Die Aktenstöße setz ich auf, denn die liegt wie der Turm zu Babylon. Gott helf, Herr Richter. Der Gerichtsrat Walter lässt seinen Gruß vermelden. Und gleich wird er hier sein. Ei, du gerechter Himmel. Ist er mit Holler schon fertig? Ja, er ist in Häusum schon. Hey, Liese! Grete! Ruhig jetzt. Der Vaterchen. Lasst euren Dank vermelden. Und morgen reisen wir nach Hussahe. Was tue ich jetzt? Was lasse ich? Hier bin ich, Herr. Wollt ihr die Hosen anziehen? Seid ihr toll. Hier bin ich, Herr Dorfrichter. Nehmt den Rock. Wer? Der Gerichtsrat? Ach, die Magd ist es. Die Bäffchen, Mantel, Kragen. Hier ist die Weste. Was? Rock aus, hurtig. Elise, Grete. Hier sind wir, ja. Was wollt ihr denn? Fort, sage ich. Kuhkäse, Schinken, Butterwürste, Flaschen aus der Registratur geschafft. Und flink, du nicht die andere. Maulaffe, du, ja. Gottblitz, Margrethe, Liese soll die Kuhmagd in die Registratur. Sprecht, soll man euch verstehen. Halt Maul jetzt, sage ich. Fort, schafft mir die Perücke. Marsch aus dem Bücherschrank. Geschwind, praktisch. Es ist dem Herrn Gerichtsrat, will ich hoffen, nichts Böses auf der Reise zugestoßen. Je nun, wir sind im Hohlweg umgeworfen. Ei, du mein Himmel, umgeworfen, sagt ihr. Doch keinen Schaden weiter. Nichts von Bedeutung. Der Herr verstauchte sich die Hand ein wenig. Ach. Die Deichsel brach. Dass er den Hals gebrochen. Die Hand verstaucht. Ei, Herr Gott, kam der Schmied schon? Ja, für die Deichsel. Was? Ihr meint der Doktor. Was? Für die Deichsel? Ach, was für die Hand. Adieu, Herr.
Ich glaube, die Kerls sind toll. Im Bücherschrank finde ich die Perücke nicht. Warum nicht? Nun? Gestern Abend, Glock 11. Nun werde ich's hören. Ihr kamt ja besinnt euch ohne die Perücke ins Haus. Ich ohne die Perücke? In der Tat. Da ist die Liese, die es bezeugen kann. Und eure andere, die ist beim Perückenmacher. Ich wär. Ja, meiner treuherrichter Adam. Kahlköpfig wart ihr, als ihr wiederkamt. Ihr spracht, ihr werdet gefallen. Wisst ihr es nicht? Hm? Das Blut musste ich euch noch vom Kopf waschen. Die Unverschämte! Ich will nicht ehrlich sein. Halt's Maul, sage ich, es ist kein wahres Wort. Habt ihr die Wunde seit gestern schon? Nein, heute. Die Wunde heute. Und gestern die Perücke. Ah. Ich trug sie weiß gepudert auf dem Kopf und nahm sie mit dem Hut auf Ehre bloß, als ich ins Haus trat, aus Versehen ab. Hast die gewaschen, das weiß ich nicht. Schier dich zum Satan, wo du hingehörst, in die Registratur. Margarete, der Vater Küster soll mir seine borgen. Ich meine, hätte die Katze heute Morgen gejungt, das Schwein. Sie läge eingesäut mir unterm Bette da. Ich weiß nun schon. Die Katze? Was seid ihr? So wahr ich lebe. 5 Junge, gelb und schwarz. Und eins ist weiß. Die Schwarzen will ich in der Fecht ersäufen. Was soll man machen? Wollt ihr eins haben? In die Perücke? Der Teufel soll mich holen. Ich hatte die Perücke aufgehängt auf einen Stuhl, da ich zu Bette ging. Den Stuhl berühre ich in der Nacht. Sie fällt. Drauf nimmt die Katze sie ins Maul. Mein Seher. Und trägt sie unters Bett und jungt darin. Ins Maul. Gut. Kanaillen, die balzen sich und jungen, wo ein Platz ist. Soll ich hingehen? Ja. Und mein Gruß an Muhme Schwarz, gewandte Küsterin. Ich schick dir die Perücke unversehrt noch heute zurück. Ihm brauchst du nichts zu sagen, verstehst du? Ich werde es schon bestellen. Mir ahnet heute nichts Gutes, Gevatter Licht. Warum? Es geht bunt alles über Ecke mir. Ist heute nicht auch Gerichtstag? Allerdings. Die Kläger stehen vor der Türe schon. Oh. Mir träumt, es hätte ein Kläger mich ergriffen und schleppte vor den Richtstuhl mich. Und ich säße gleichwohl auf dem Richtstuhl dort und schält und hunzt und schlingelte mich herunter und judiziert den Hals ins Eisen mir. Wie? Ihr euch selbst? So wahr ich ehrlich bin. Drauf wurden beide wir zu eins und flohen und mussten in den Fichten übernachten. Nun? Und der Traum, meint ihr? Der Teufel holt's, wenn's auch der Traum nicht ist. Ein Schabernack, sei's wie es wollt, ist wieder mich im Werk. Die läppsche Furcht. Gebt ihr nur vorschriftsmäßig, wenn der Gerichtsrat gegenwärtig ist, recht den Parteien auf dem Richterstuhle. Damit der Traum vom ausgehunzten Richter auf andere Art nicht in Erfüllung geht. Gott grüße euch, Richter Adam. Euer Gnaden. Willkommen. Willkommen, gnädiger Herr, in unserem Häuschen. Wer konnte, du gerechter Gott, wer konnte so freudigen Besuches sich gewärtigen? Kein Traum, der heute früh Glock 8 noch zu solchem Glücke sich versteigen durfte. Ich komme ein wenig schnell, ich weiß, und muss auf dieser Reise in unserer Staaten Dienst zufrieden sein, wenn meine Wirte mich mit wohlgemeintem Abschiedsgruß entlassen. Inzwischen ich, was meinen Gruß betrifft, ich mein's von Herzen gut, schon wenn ich komme. Das Obertribunal in Utrecht will die Rechtspfleg auf dem platten Land verbessern, die mangelhaft von mancher Seite scheint. Und strenge Weisung hat der Missbrauch zu erwarten. Doch mein Geschäft auf dieser Reis ist noch ein strenges nicht. Sehen soll ich bloß nicht strafen. Und finde ich gleich nicht alles, wie es soll, ich freue mich, wenn es erträglich ist. Fürwahr, so edle Denkart muss man loben. Euer Gnaden werden hier und da nicht zweifelig den alten Brauch im Recht zu tadeln wissen.
klärt die Justiz in Häusem gütigst auf und überzeugt euch, gnädiger Herr, ihr habt ihr noch so bald den Rücken nicht gekehrt, als sie auch völlig euch befriedigen wird. Doch fändet ihr sie heute im Amte schon, wie ihr sie wünscht, mein Seel, so wär's ein Wunder, da sie nur dunkel weiß noch, was ihr wollt. Es fehlt an Vorschriften, ganz recht. Vielmehr, es sind zu viel, man wird sie sichten müssen. Ja, ja, durch ein großes Sieb. Viel Spreu, viel Spreu. Das ist doch der Herr Schreiber? Der Schreiber Licht, zu eurer hohen Gnadendiensten. Pfingsten 9 Jahre, dass ich im Justizamt bin. Sagt doch, ihr habt ja wohl Gerichtstag heute. Ob was? Wir... Ja, den ersten in der Woche. Und jene Schar von Leuten, die ich draußen auf eurem Flure sah, sind das... Ja, das werden... Die Kläger sind's, die sich bereits versammeln. Gut, dieser Umstand ist mir lieb, ihr Herr. Lasst diese Leute, wenn's beliebt, erscheinen. Ich wohne dem Gerichtstag bei. Ich sehe, wie er in eurem Häusum üblich ist. Wir nehmen die Registratur, die Kassen nachher, wenn diese Sache abgetan. Gruß von Frau Küsterin, Herr Richter. Psst, Adam. So gern sie die Perücke euch auch geben. Wie, nicht? Sie sagt, es wäre Morgenpredigt heute. Der Küster hätte selbst die eine auf und seine andere wäre unbrauchbar. Sie sollte heute zu den Perücken machen. Verflucht. Sobald der Küster wiederkommt, wird sie jedoch sogleich euch seine schicken. Auf meine Ehre, gnädiger Herr. Was gibt's? Ein Zufall. Ein Verwünschter hat um beide Perücken mich gebracht. Und jetzt bleibt mir die dritte aus, die ich mir leihen wollte. Ich muss kahlköpfig den Gerichtstag halten. Kahlköpfig? Ja, beim ewigen Gott. So sehr ich ohne der Perücke bei Stand um mein Richteransehen auch verlegen bin. Ich müsste es auf dem Vorwerk noch versuchen. Wie weit ist's auf das Vorwerk? Ein kleines Halbstündchen. Eine halbe Stunde, was? Und eure Sitzungsstunde schlug bereits. Macht fort, ich muss noch heute nach Hussahe. Macht fort, ja. Also pudert euch den Kopf ein. Wo Teufel auch, wo liest ihr die Perücken? Helft euch so gut ihr könnt, ich habe Eile. Nun, wenn ihr so befehlt, komm, Margarete. Ihr seid ja bös verletzt, Herr Richter Adam. Seid ihr gefallen? Ach, hab einen wahren Mordsschlag heute früh, als ich dem Bett entsteig, getan. Seht, gnädiger Herr Gerichtsrat, ein Schlag ins Zimmer hin. Ich glaubt, es wäre ins Grab. Das tut mir leid. Es wird doch weiter nicht von Folgen sein. Ich denke nicht. Und auch in meiner Pflicht soll's weiter mich nicht stören. Hey, Büttel, die Kläger rufst du. Marsch! Ihr krugzertrümmerndes Gesindel hier. Ihr sollt mir büßen hier. Sei sie nur ruhig, Frau Marth. Es wird sich alles hier entscheiden. Oh ja, entscheiden. Seht doch den Klugschwätzer. Den Krug mir den Zerbrochenen entscheiden. Wer wird mir den zerbrochenen Krug entscheiden? Hier wird entschieden werden, dass geschieden der Krug mir bleiben soll. Für so ein Schiedsurteil gebe ich noch die geschiedenen Scherben nicht. Wenn Sie sich recht erstreiten kann, Sie hört's, ersetze ich ihn. Eher mir den Krug ersetzen, wenn ich mir recht erstreiten kann. Ja, ersetzen. Als ob ein Stück von meinem Hornvieh spräche, meint er, dass die Justiz ein Töpfer ist? Lass er sie, Vater. Folge mir, der Drache. Sie ist der zerbrochene Krug nicht, dass sie, warum die Hochzeit ist, dass sie ein Loch bekommen. Und mit Gewalt hier denkt sie, sie zu flicken. Ach, der eitle Flaps. Die Hochzeit ich hier flicken. Und stimmt die Hochzeit blank gescheuert vor mir, wie noch der Krug auf dem Gesimse gestern. So fasste ich sie beim Griff jetzt mit den Händen und schlüg sie gellend ihm am Kopf entzwei. Nicht aber hier die Scherben möchte ich flicken. Sie flicken! Rupert! Fort, du! Liebster Rupert! Mir aus den Augen! Ich beschwöre dich! Die liederliche... Ich mag nicht sagen, was... Lass mich ein einziges Wort dir heimlich... Nichts! Du gehst zum Regimente jetzt, Rupert. Wer weiß, wenn du erst die Muskete trägst, ob ich dich je im Leben wiedersehe. Krieg ist's, bedenke! Krieg, in den du ziehst! Willst du in Wolde von mir scheiden? Groll? Nein, bewahr mich Gott, das mag ich nicht. Gott schenkt dir so viel Wohlergehen, als er erübrigen kann. Doch kehrt ich aus dem Kriege gesund, mit erzgegossenem Leib zurück und wird in Häusum 80 Jahre alt, so sagte ich, noch im Tode zu dir, Metze! Ach. Du willst ja selber vor Gericht beschweren! Hinweg! Willst du dich noch beschimpfen lassen? Mutter, lass doch den Krug! Lass mich doch in der Stadt versuchen, ob ein... Ihr Vater, sag mir doch, was bringen die? Was weiß ich? Lärm um nichts, Lappalien. Ist ein Krug zerbrochen worden? Ein Krug? So, wer zerbrach den Krug? Wer ihn zerbrochen? Ja, der Vaterchen. Mein Seel setzt euch, so will ich es erfahren. Ah. So keinen Aufruhr, so viel Unentschieden.
Gehe. Ein Wort. Ich will nichts wissen. Ihr Vater hört mein Seel. Ich halte nicht aus. Die Wund am Schienbein macht der Übelkeit. Führt ihr die Sache. Ich will zu Bette gehen. Zu Bett? Ihr wollt? Ich glaube, ihr seid verrückt. Ich war der Henkerhaus. Ich muss mich übergeben. Ich glaube, ihr rast im Ernst. Soeben kommt ihr, meinethalben, sagt's dem Herrn Gerichtsrat dort. Vielleicht erlaubt ihr es. Ich weiß nicht, was euch fehlt. Evchen, ich flehe dich um alle Wunden. Was ist's, das ihr mir bringt? Er wird's schon hören. Nur der Krug doch, den die Mutter hält, den ich so viel. Ja, der zerbrochene Krug nur. Und weiter nichts? Nichts weiter. Nichts, gewiss nichts. Ich sag ihm, geh, lass er mich zufrieden. Ja, du, bei Gott sei klug, ich rate es dir. Er Unverschämter. In dem Atteste steht der Name jetzt, Frakturschrift, Ruprecht Tümpel. Hier trage ich fix und fertig in der Tasche, Evchen. Hörst du's knacken? Sieh, das kannst du auf meine Ehre heute übers Jahr dir holen, dir Trauerschürz und Mieder zuzuschneiden, wenn's heißt, der Ruprecht in Batavia krepiert. Ich weiß an welchem Fieber nicht, war's gelb, war's scharlach oder war's faul. Sprecht nicht mit den Parteien, Herr Richter Adam, vor der Session. Ihr setzt euch und befragt sie. Auf Ehre, verzeiht es. Hat ein Perlun mir, das ich von einem Indienfahrer kaufte, den Pips. Ich soll es nudeln und verstehe es nicht und fragte doch die Jungfer bloß um Rat. Ich bin ein Narr in solchen Dingen, seht, und meine Hühner nenne ich meine Kinder. Hier, setzt euch. Ruft den Kläger und vernehmt ihn. Und ihr, Herr Schreiber, führt das Protokoll. Befehlen euer Gnaden den Prozess nach den Formalitäten oder so, wie er in Heusum üblich ist, zu halten. Nach den gesetzlichen Formalitäten, wie er in Heusum üblich ist, nicht anders. Gut, gut, ich werde euch zu bedienen wissen. Seid ihr bereit, Herr Schreiber? Zu euren Diensten. So, nehmt Gerechtigkeit denn deinen Lauf. Kläger, trete vor. Ja, hier. Herr Dorfrichter. Wer seid ihr? Wer? Ihr. Wer ich? Wer ihr seid, des Namen, Standes, Wohnorts und so weiter. Ich glaube, er spaßt, Herr Richter. Spaßen was? Ich sitze im Namen der Justiz, Frau Marte. Und die Justiz muss wissen, wer ihr seid. Lass doch die sonderbare Frage. Ihr guckt mir alle Sonntag in die Fenster, ja, wenn ihr aufs Vorwerk geht. Kennt ihr die Frau? Sie wohnt hier um die Ecke, euer Gnaden. Wenn man den Fußsteig durch die Hecken geht, Witwe eines Kastellans, Hebamme jetzt, sonst eine ehrliche Frau von gutem Rufe. Wenn ihr so unterrichtet seid, Herr Richter, so sind dergleichen Fragen überflüssig. Setzt ihren Namen in das Protokoll und schreibt dabei, dem Amte wohl bekannt. Auch das. Ihr seid nicht für Formalitäten. Tut so, wie seiner Gnaden anbefohlen. Fragt nach dem Gegenstand der Klage jetzt. Jetzt soll ich... Ja, den Gegenstand ermitteln. Das ist gleichfalls ein Krug, verzeiht. Wie, gleichfalls? Ein Krug, ein bloßer Krug. Es sitzt ein Krug und schreibt dabei, dem Amte wohlbekannt. Und wer zerbrach den Krug? Gewiss der Schlingel. Ja, er, der Schlingel doch. Das ist nicht wahr, Herr Richter. Schweig, Maulöffel. Du steckst den Hals noch früh genug ins Eisen. Setzt einen Krug, Herr Schreiber, wie gesagt, zusammen dem Namen des, der ihn zerschlagen. Jetzt wird die Sache gleich ermittelt sein. Herr Richter, ei, welch ein gewaltsames Verfahren. Wieso? Wollt ihr nicht förmlich? Nein, sage ich, Ihre Gnaden lieben Förmlichkeiten nicht. Wenn ihr die Instruktion, Herr Richter Adam, nicht des Prozesses einzuleiten wisst, ist hier der Ort jetzt nicht, es euch zu lehren. Wenn ihr Recht anders nicht als so könnt geben, so tretet ab. Vielleicht kann's der Schreiber. Erlaubt ihr... Ich gab's, wie's hier in Häusern üblich. Euer Gnaden haben's also mir befohlen. Ich hätte... Auf meine Ehre. Ich befahl euch Recht, hier nach den Gesetzen zu erteilen. Da muss submissig um Verzeihung bitten. Wir haben hier mit eurer Erlaubnis Statuten, eigentümliche in Häusern. Nicht aufgeschriebene, muss ich gestehen, doch durch bewährte Tradition uns überliefert. Von dieser Form getraue ich mir zu hoffen, bin ich noch heute kein Jota abgewichen. Doch auch in eurer anderen Form bin ich, wie sie im Reich mag üblich sein, zu Hause. Verlangt ihr den Beweis? Wohlan befehlt. Ich kann recht so jetzt so erteilen. Ihr gebt mir schlechte Meinungen, Herr Richter. Es sei, ihr fangt von vorn die Sache an. Auf Ehre, gebt acht, ihr sollt zufrieden sein. Frau Martha Rull, bringt eure Klage vor. Ich klag, ihr wisst, hier wegen dieses Krugs. Jedoch vergönnt, dass ich, bevor ich melde, was diesem Krug geschehen, auch beschreibe, was er vorher mir war. Das Reden ist an euch. Seht ihr den Krug, ihr wertgeschätzten Herren? Seht ihr den Krug? Ja, wir sehen ihn. Nicht seht ihr mit Verlaub, die Scherben seht ihr. Der Krüge, schönster, ist entzweigeschlagen. Hier, gerade auf dem Loch,
wo jetzt so nichts, sind die gesamten niederländischen Provinzen dem spanischen Philipp übergeben worden. Hier im Ornat stand Kaiser Karl V., von dem seht ihr nur noch die Beine stehen. Hier kniete Philipp und empfing die Krone. Der liegt im Topf bis auf dem Hinterteil und auch noch der hat einen Stoß empfangen. Hier standen rings im Grunde Leibtrabanten mit Hellebarden dicht gedrängten Spießen. Hier Häuser, seht, vom großen Markt zu Brüssel. Hier guckt noch ein Neugieriger aus dem Fenster, doch was er jetzt so sieht, das weiß ich nicht. Frau Marthe, erlasst uns das zerschärfte Paktum, wenn es zur Sache nicht gehört. Uns geht das Loch, nicht die Provinzen an, die darauf übergeben worden sind. Erlaubt! Wie schön der Krug gehört zur Sache! Den Krug erbeutete sich Hilderich der Kesselflicker, als Oranien Briel mit den Wassergeusen überrumpelte. Ihn hat ein Spanier gefüllt mit Wein just an den Mund gesetzt, als Hilderich den Spanier von hinten niederwarf, den Krug ergriff, ihn leert und weiterging. Ein würdiger Wassergeuse. Hierauf vererbte der Kluger Fürchte Gott den Totengräber. Der trank zu dreimal nur, der Nüchterne, und stets vermischt mit Wasser aus dem Krug. Das erste Mal, als er im 60. ein junges Weib sich nahm, drei Jahre drauf, als sie noch glücklich ihn zum Vater machte, und als sie jetzt noch 15 Kinder zeugte, trank er zum dritten Male, als sie starb. Das ist auch nicht übel. Drauf fiel der Krug an den Zachäus, Schneider in Tillmont, der meinem seligen Mann, was ich euch jetzt berichten will, mit eigenem Mund erzählt. Der warf, als die Franzosen plünderten, den Krug samt allem Hausrat aus dem Fenster, sprang selbst und brach den Hals der Ungeschickte. Und dieser irrne Krug, der Krug von Thon, aufs Bein kam er zu stehen, und blieb ganz. Zur Sache, wenn's beliebt, Frau Marthe Roll, zur Sache. Drauf in der Feuersbrunst von 66, da hat ihn schon mein Mann. Gott hab ihn selig. Zum Teufel, Weib, so seid ihr noch nicht fertig. Wenn ich nicht reden soll, Herr Richter Adam, so bin ich unnütz hier, so will ich gehen. Und ein Gericht mir suchen, das mich hört. Gut, denn zum Schluss jetzt. Was geschah dem Krug? Was? Was geschah dem Krug im Feuer von Anno 66? Wird man's hören? Was ist dem Krug geschehen? Was ihm geschehen? Nichts ist dem Krug, ich bitte euch sehr, ihr Herren. Nichts Anno 66 ihm geschehen. Ganz blieb der Krug, ganz in der Flammenmitte. Und aus des Hauses Asche zog ich ihn hervor, glasiert am anderen Morgen, glänzend, als käme er eben aus dem Töpferofen. Nun gut, nun kennen wir den Krug. Nun wissen wir alles, was dem Krug geschehen, was nicht. Was gibt's jetzt weiter? Nun, diesen Krug jetzt. Seht, den Krug zertrümmert einen Krug noch wert. Den Krug für eines Fräuleins Mund, die Lippe selbst nicht der Frau Erbstatthalterin zu schlecht. Den Krug, ihr hohen Herren Richter beide, den Krug hat jener Schlingel mir zerbrochen. Wer? Er. Der Ruprecht dort. Was ist gelogen, Herr Richter? Schweige, bis man ihn fragen wird. Auch an ihn wird noch die Reihe kommen. Habt ihr es im Protokoll bemerkt? Oh ja. Erzählt den Hergang, würdige Frau Marthe. Es war Uhr 11 gestern. Wann sagt ihr? Uhr 11. Am Morgen? Nein, verzeiht, am Abend. Mhm. Und schon die Lampe im Bette wollte ich löschen. Als laute Männerstimmen ein Tumult in meiner Tochter abgelegenen Kammer, als ob der Feind einbräche, mich erschreckt. Geschwind die Treppe eilig hinab, ich finde die Kammertür gewaltsam eingesprengt, Schimpfreden schallen wütend mir entgegen. Und da ich mir den Auftritt jetzt beleuchte, was finde ich jetzt, Herr Richter, was jetzt finde ich? Den Krug finde ich zerschärbt im Zimmer liegen, in jedem Winkel liegt ein Stück. Das Mädchen ringt die Hände und er, der Flaps dort, der trotzt wie toll euch in des Zimmers Mitte. Ei, Wetter. Was? Sie da, Frau Marthe. Ja. Ihn stelle ich dort zur Rede, was er hier in später Nacht zu suchen, mir die Krüge des Hauses turmend einzuschlagen habe. Und er, zur Antwort gibt er mir jetzt, ratet, der Unverschämte, der Halunke, der aufs Rad will ich ihn bringen oder mich nicht mehr geduldig auf den Rücken legen. Er spricht, es hab ein anderer den Krug vom Sims gestürzt. Ein anderer, ich bitte euch, der vor ihm aus der Kammer nur entwichen. Und überhäuft mit Schimpf mir da das Mädchen. Oh, faule Fische, faule Fische. Auf dies Wort sehe ich das Mädchen fragend an. Die steht gleich einer Leiche da. Ich sage, Efe,
Sie setzt sich. Ist ein anderer gewesen, frage ich. Und Josef und Maria, ruft sie. Was denkt ihr Mutter auch? So sprich, wer war's? Wer sonst, sagt sie, und wer auch konnte es anders und schwört mir zu, dass er's gewesen ist. Was schwor ich euch? Was habe ich euch geschworen? Nichts schwor ich euch, nichts euch. Eva? Nein, das lügt ihr. Ah, hört ihr? Und jetzt verfluchter Schweig! Soll hier die Faust in Rachen ihr noch stopfen? Von eurer Aufführung, Herr Richter Adam, weiß ich nicht, was ich denken soll. Wenn ihr selbst den Krug zerschlagen hättet, könntet ihr von euch ab den Verdacht nicht eifriger hinwälzen auf den jungen Mann als jetzt. Ihr setzt nicht mehr ins Protokoll, Herr Schreiber, als nur der Jungfer Eingeständnis, hoffe ich. Wer ist nun an der Reihe jetzt, Beklagter? Herr Fehler, ich nehme gute Lehre an. Wie unbefangen. Ja, fragt den Beklagten. Fragt, macht ein Ende. Fragt, ich bitte euch sehr. Dies ist die letzte Sache, die ihr führt. Die letzte? Was? Freilich, den Beklagten. Wohin auch, alter Richter, dachtest du? Verflucht das Pipske Perlon mir, dass es krepiert während der Pest in Indien. Stets liegt der Kloß von Nudeln mir im Sinn. Was liegt? Was für ein Kloß liegt euch? Der Nudelkloß, verzeiht, den ich dem Huhne geben soll. Schluckt mir das Aas die Pille nicht herunter, weil Seele, ich weiß nicht, wie es werden wird. Tut eure Schuldigkeit, sag ich zum Henker. Beklagter, trete vor. Hier, Herr Dorfrichter, Ruprecht, Falz des Kossetensohn aus Heusum. Vernahm er dort, was vor Gericht soeben Frau Marthe gegen ihn hat angebracht? Ja, Herr Dorfrichter, das habe ich. Getraut er sich, etwas dagegen aufzubringen, was? Bekennt er oder unterfängt er sich, hier wie ein gottvergessener Mensch zu leugnen? Was ich dagegen aufzubringen habe, Herr Richter? Ei, mit eurer Erlaubnis, dass ich kein wahres Wort gesprochen. So, und das denkt ihr zu beweisen? Oh ja. Die würdige Frau Marthe, die... Der Schlingel, der... Beruhigen Sie sich, es wird sich finden. Was geht Ihnen die Frau Marthe an, Herr Richter? Was mir... Bei Gott soll ich als Christ... Bericht er, was er für sich anzuführen hat. Herr Schreiber, wisst ihr, den Prozess zu führen? Ach, was? Ob ich? Nun, wenn euer Gnaden... Was glotzt er da? Was hat er aufzubringen? Steht nicht der Esel wie ein Ochs da? Was hat er aufzubringen? Was ich aufzubringen? Er soll den Hergang jetzt erzählen. Mein Seel, wenn man zu Wort mich kommen ließe. Es ist in der Tat, Herr Richter, nicht zu dulden. Glock 10 Uhr mochte es etwa sein zu Nacht. Und warum just diese Nacht des Januars, wie Mai? Als ich zum Vater sage, Vater, ich will ein bisschen noch zur Eve gehen. Denn heuren wollte ich sie, das müsst ihr wissen, ein rüstig Mädel ist's. Ich hab's beim Ernten gesehen, wo alles von der Faust ihr ging und ihr das Träumen flog als wie gemaust. Da sagte ich, willst du? Und sie sagte, hoch, was du da gagelst. Und nachher sagt sie ja. Bleib ihr bei seiner Sache. Gagel was? Ich sagte, willst du? Und sie sagte ja. Weiter, weiter. Nun, da sagte ich, Vater, hört er, lass er mich. Wir schwatzen noch am Fenster was zusammen. Na, sagt er, lauf. Bleibst du auch draußen, sagt er? Ja, meiner Seel, sag ich. Das ist geschworen. Na, sagt er, lauf. Um 11 bist du hier. Na, so sag du. Und gakle und kein Ende. Na, hat er sich bald ausgesagt? Na, sag ich, das ist dein Wort. Und setz die Mütze auf und geh. Und übern Steig will ich. Und muss durchs Dorf zurückgehen, weil der Bach geschwollen. Ei, alle Wetter, denke ich, Ruprecht, schlag. Nun ist die Gartentür bei Martens zu. Denn bis um 10 lässt das Mädel sie nur offen. Und wenn ich um 10 nicht da bin, komme ich nicht. Die liederliche Wirtschaft, die... Drauf weiter. Drauf? Wie ich über den Lindengang mich nähere bei Martens, wo die Reihen dicht gewölbt und dunkel wie der Dom von Utrecht sind, höre ich die Gartentüre fernher knarren. Die Ewe ist am Platz, erkenne ich sie. Und... Einer ist's noch oben ein. Wer? Einer noch? Und wer, ihr Klugschwätzer? Wer? Ja, mein Seel, da fragt ihr mich. Ah, nun also. Oh, nicht gefangen, denke ich. Nicht gehangen. Hört weiter in der Rede. Lasst ihn doch. Was unterbricht ihr ihn, Herr Dorfrichter? Ich kann darauf das Abendmahl nicht nehmen. Stockfinster war's. Und
alle Katzen grau. Doch müsst ihr wissen, dass der Flickschuster, der Lebrecht, den man kürzlich losgesprochen, dem Mädel längst mir auf die Fährte ging. So, Lebrecht heißt der Kerl. Ja, Lebrecht. Gut, das ist ein Name. Es wird sich alles finden. Habt ihr es im Protokoll bemerkt, Herr Schreiber? Oh ja, und alles andere, Herr Richter. Sprich weiter, Ruprecht, jetzt, mein Sohn. Ich drücke sacht mich durch die Gartenpforte und berg in einen Strauch von Taxus mich und höre euch ein Gefispre hier, ein Scherzen, ein Zerren hin, Herr Richter, Zerren her. Mein selig, denk ich soll voll Lust. Du bös mich, was da so schändlich ist von dir. Halunke, dir weiß ich noch einmal, wenn wir allein sind, die Zähne, wart. Du weißt noch nicht, wo mir die Haare wachsen. Du sollst zerfahren. Ein Viertelstündchen dauert so. Ich denke, was wird's doch werden, ist doch heute nicht Hochzeit. Und ehe ich den Gedanken ausgedacht, husch, sind sie bald ins Haus schon vor dem Pastor. Guter, mag es werden, wie es will. Schweig du mir doch, Drahtig. Das Donnerwetter schlägt über dich ein, unberufene Schwätzerin. Wacht, bis ich auf Zürich dich rufen werde. Sehr sonderbar, bei Gott. Jetzt hebt, Herr Richter Adam, jetzt hebt sich's wie ein Blutsturz mir. Luft, da mir der Knopf am Brustlatz springt. Luft jetzt und reiße mir den Latz auf. Luft jetzt, sag ich, und geh und drück und tret und donnere, da ich der Dirne Tür verriegelt finde, gestemmt mit Macht. Auf einen tritt sie ein. Blitz, Junge, du. Just da sie auf jetzt rasselt, stürzt doch der Krug vom Sims ins Zimmer hin. Und husch, springt einer aus dem Fenster euch. Ich sehe die Schüchter noch vom Rocke wehen. War das nicht Lebrecht? Wer sonst, Herr Richter? Das Mädchen steht, die werf ich übern Haufen zum Fenster eilig hin und find den Kerl noch in den Pfählen hängen. Im Spalier, wo sich das Weinlaub aufrankt bis zum Dach. Und da die Klinke in der Hand mir blieb, als ich die Tür eindonnerte, so reiß ich jetzt mit dem Stahl eins Pfund schwer übern Dez ihm. Den just der Richter konnte ich noch erreichen. Was, eine Klinke? Was? Ob's, ja, die Türklinke. Drum. Ihr glaubtet wohl, es war ein Degen. Der Klinke umgekehrtes Ende war's. So, so. Das umgekehrte Ende war's, der Klinke. Jetzt stürzt der Kerl. Und ich schon will mich wenden, als ich's im Dunkeln auf sich rappeln sehe. Ich denke, lebst du noch? Und steig aufs Fenster und will dem Kerl das Gehen unten legen. Als jetzt, ihr Herrn, da ich zum Sprung just aushol, mir eine Handvoll grob gekörnten Sandes und Kerl und Nacht und Welt und Fensterbrett, worauf ich stehe, denk ich nicht, straf mich Gott, das alles fällt in einen Sack zusammen, wie Hagel stiebend in die Augen fliegt. Verflucht, sieh da, wer tat das? Wer? Der Lebrecht. Hallo. Meiner treu, wenn er's gewesen. Wer sonst? Als stürzte mich ein Schlosenregen von eines Bergs 10 Klaftern hohem Abhang, so schlag ich jetzt vom Fenster euch ins Zimmer. Die kommt und ach, Herr Gott, ruft sie. Und Ruprecht, was ist dir doch? Mein selig, hob den Fuß. Gut war's, dass ich nicht sah, wohin ich stieß. Kam das vom Sande noch? Vom Sandwurf, ja. Verdammt, Herr Traf. Und das Weitere wisst ihr. Wie das Weitere? Nun ja, Frau Marthe kam und geiferte und Knecht und Mägd und Hund und Katzen kamen. Es war ein Spektakel. Und Frau Marthe fragte die Jungfer dort, wer ihr den Krug zerschlagen. Und die, die sprach, ihr wisst, dass ich's gewesen. Mein Seel, sie hat so unrecht nicht, der Herr. Den Krug, den sie zu Wasser trug, zerschlug ich ihr. Und der Flickschuster hat im Kopf ein Loch. Frau Marthe, was entgegnet ihr der Rede? Sagt an. Was ich der Rede entgegne, dass sie, Herr Richter, wie der Marder einbricht. Und Wahrheit wie ein Gackeltun erwirkt. Da wirst du den Beweis uns führen müssen. Oh ja, sehr gern. Hier ist mein Zeuge. Rede. Die Tochter? Nein, nein, Frau Marthe. Nein? Warum nicht? Als Zeugin, gnädiger Herr, steht im Gesetzbuch nicht Titulo ist Quarto oder Quinto, wenn Krüge oder sonst, was weiß ich, von jungen Bengeln sind zerschlagen worden, so zeugen Töchter ihren Müttern nicht. In eurem Kopf liegt Wissenschaft und Irrtum geknetet innig wie ein Teig zusammen. Mit jedem Schnitte gebt ihr mir von beiden. Tritt vor, mein junges Kind. Elis, erlaubt, die Zunge wird sehr trocken mir. Margarete, ja. Ein Glas mit Wasser. Gleich. Kann ich euch gleichfalls... Ich danke. Franz oder Mosler, was ihr wollt.
wenn ich freimütig reden darf, Ihr Gnaden. Die Sache eignet gut sich zum Vergleich. Sich zum Vergleich? Das ist nicht klar, Herr Richter. Wie denkt ihr es anzustellen? Sagt mir an. Habt ihr ein Urteil schon gefasst? Mein Seel, wenn ich, da das Gesetz im Stich mich lässt, Philosophie zu Hilfe nehmen soll, so war's der Lebrecht. Wer? Oder Ruprecht. Wer? Oder Lebrecht, der den Krug zerstört. Wer also war's, der Lebrecht oder Ruprecht? Ihr greift, ich sehe, mit eurem Urteil ein, wie eine Hand in einen Sack voll Erbsen. Erlaubt. Schweigt, schweigt, ich bitte euch. Wie ihr wollt, auf meine Ehre. Mir wär's vollkommen recht, wenn sie es alle beid gewesen wären. Fragt dort, so werdet ihr es erfahren. Sehr gern. Doch wenn ihr's herausbekommt, bin ich ein Schuft. Habt ihr das Protokoll da in Bereitschaft? Vollkommen. Gut. Und brech ein eigenes Blatt mir begierig, was darauf zu stehen kommt. Ein eigenes Blatt? Auch gut. Sprich dort, mein Kind. Sprich, Evchen. Hörst du? Sprich jetzt, Jungfer Evchen. Gib Gotte, hörst du, Herzchen? Gib mein Seel ihm und der Welt. Gib ihm was von der Wahrheit. Denk, dass du hier vor Gottes Richtstuhl bist und dass du deinen Richter nicht mit Leugnen und Plappern, was zur Sache nicht gehört, betrüben musst. Ach was, du bist vernünftig. Ein Richter immer, weißt du, ist ein Richter und einer braucht ihn heute und einer morgen. Und sagst du, dass es der Lebrecht war, nun gut. Und sagst du, dass es der Ruprecht war, auch gut. Sprich so, ich bin kein ehrlicher Kerl. Es wird sich alles, wie du es wünschest, finden. Willst du mir hier von einem anderen Teilchen und Dritten etwa dumme Namen nennen? Sie kennt, nimm dich in Acht. Ich sag nichts weiter. In Häusern holst der Henker, glaubt dir's keiner. Und keine Evchen in den Niederlanden. Du weißt, die weißen Wände zeugen nicht. Der auch wird zu verteidigen sich wissen. Und dein Ruprecht holt die schwere Not. Wenn ihr doch eure Reden lassen wolltet, Geschwätz, gehauen nicht und nicht gestochen. Versteh'ns, euer Gnaden, nicht? Macht fort! Ihr habt zulängst hier auf dem Stuhl gesprochen. Auf Ehre, ich habe nicht studiert, Euer Gnaden. Bin ich euch Herren aus Utrecht nicht verständlich? Mit diesem Volk vielleicht verhält sich's anders. Die Jungfer weiß, ich wette, was ich will. Efe, was soll das? Dreist heraus jetzt mit der Sprache! Oh, liebste Mutter! Du, ich rate dir! Hör, 49 bin ich alt geworden in Ehren. 50 möchte ich gern erleben. Den 3. Februar ist mein Geburtstag. Heute ist der 1. Mach es kurz. Wer war's? Sie jammert mich. Lass doch den Krug, ich bitte euch. Ich will nach Utrecht tragen. Solch ein Krug. Ich wollte, ich hätte ihn nur entzwei geschlagen. Unedelmütiger, du, pfui, schäme dich, dass du nicht sagst, gut, ich zerschlug den Krug. Pfui, Ruprecht, pfui, oh, schäme dich, dass du mir nicht in meiner Tat vertrauen kannst. Gab ich dir Hand dir nicht und sagte ja, als du mich fragte, Ewe, willst du mich? Glaubst du, dass du den Flickschuster nicht wert bist? Und hättest du das Schlüsselloch mich mit dem Lebrecht aus dem Kruge trinken sehen, du hättest denken sollen, Eve ist brav. Es wird sich alles ihr zum Ruhm lösen. Und ist im Leben nicht, so ist es jenseits. Und wenn wir auferstehen, ist auch ein Tag. Mein Seel, das dauert mir zu lange, Evchen. Was ich mit Händen greife, glaube ich gern. Gesetzt, es wäre der Lebrecht gewesen. Warum? Des Todes will ich ewig sterben, hätte ich dir es einzigem nicht gleich vertraut. Jedoch warum vor Nachbarn, Knecht und Mägden? Gesetzt, ich hätte Grund, es zu verschweigen. Warum, oh Ruprecht, sprich, warum nicht sollte ich auf dein Vertrauen hin sagen, dass du's warst? Warum nicht sollte ich's? Nicht? Halt uns nicht auf! Der Ruprecht also war es nicht! Nein, gnädiger Herr, weil er's denn selbst so will, um seinetwillen nur verschwieg ich es. Denn irgendeinen Krug zerschlug der Ruprecht nicht. Wenn er es euch selber sagt, könnt ihr es glauben. Hefe, der Ruprecht nicht? Nein, Mutter, nein. Und wenn ich es gestern sagte, war es erlogen. Hör, dir zerschlage ich alle Knochen. Tut, was ihr wollt. Frau Marte. Hey, der Bitte! Schmeißt sie raus, doch die verwünschte Vettel. Er muss als Ruprecht just gewesen sein. Hat sie das Licht dabei gehalten, was? Die Jungfer, denke ich, wird es wissen müssen. Ich bin ein Schelm, wenn es nicht der Lebrecht war. War es der Lebrecht etwa? War's der Lebrecht? Sprich, Evchen, war's der Lebrecht nicht, mein Herzchen. Er Unverschämter, er. Er Niederträchtiger. Wie kann er sagen, dass es Lebrecht? Jungfer, was untersteht sie sich? Ist das mir der Respekt, den sie dem Richter schuldig ist? Ei, was? Der Richter dort wehrt selbst vor dem Gericht, ein armer Sünder dazustehen. Er, der wohl besser weiß, wer es gewesen. Hat er den Lebrecht in die Stadt nicht gestern geschickt nach Utrecht vor die Kommission mit dem Attest, das die Rekruten aushebt?
Wie kann er sagen, dass es lebrecht war, wenn der wohl weiß, dass der in Utrecht war? Ich spüre große Lust in mir, Herr Richter, der Sache völlig auf den Grund zu kommen. Sei dreist, mein Kind. Sag, wer den Krug zerschlagen. Vor niemand stehst du in dem Augenblick, der einen Fehltritt nicht verzeihen könnte. Mein lieber, würdiger und gnädiger Herr, erlasst mir, euch den Hergang zu erzählen. Dass Ruprecht jenen Krug nicht traf, will ich mit einem Eid, wenn ihr es verlangt, auf heiligem Altar bekräftigen. Jedoch die gestrige Begebenheit mit jedem anderen Zuge ist mein eigen. Und nicht das ganze Garnstück kann die Mutter meines einzigen Fadenwillen fordern, der ihr gehörig durchs Gewebe läuft. Ich kann hier, wer den Krug zerschlug, nicht melden. Geheimnisse, die nicht mein Eigentum, müsste ich dem Kruge völlig fremd berühren. Früh oder spät will ich es anvertrauen. Doch hier das Tribunal ist nicht der Ort, wo sie das Recht hat, mich danach zu fragen. Nein, rechten's nicht, auf meine Ehre nicht. Die Jungfer weiß, wo unsere Zäume hängen. Wenn sie den Eid hier vor Gericht will schwören, so fällt der Mutterklage weg. Dagegen ist nichts weiter einzuwenden. Was sagt zu der Erklärung Sie, Frau Marthe? Wer, dass ein anderer als der Ruprecht sich in ihre Kammer gestern schlich, gegründet? Wär's überall nur möglich, gnädiger Herr, versteht mich wohl, so säumt ich hier nicht länger. Den Stuhl setzte ich zur ersten Einrichtung hier vor die Tür und sagte, geh, mein Kind, die Welt ist weit, da zahlst du keine Miete und lange Haare hast du auch geerbt. Woran du dich, kommt Zeit, kommt Rat, kannst hängen. Ruhig, ruhig, Frau Marthe. Da ich jedoch hier den Beweis noch anders führen kann als bloß durch Sie, die diesen Dienst mir weigert und überzeugt bin völlig, dass nur er mir und kein anderer den Krug zerschlug, so bringt die Lust, es kurzhin abzuschwören, mich noch auf einen schändlichen Verdacht. Die Nacht von gestern birgt ein anderes Verbrechen noch als bloß die Krugverwüstung. Ich muss euch sagen, gnädiger Herr, dass Ruprecht zur Konskription gehört. In wenig Tagen soll er den Eid zur Fahn in Utrecht schwören. Die jungen Landessöhne reißen aus. Gesetzt, er hätte gestern Nacht gesagt, was meinst du, Evchen? Komm, die Welt ist groß. Zu Kist und Kasten hast du ja die Schlüssel. Was Rabenaß! Was das für Reden sind! Zur Sache hier, vom Krug ist hier die Rede. Beweis, Beweis, dass Ruprecht ihn zerbrach. Gut, gnädiger Herr. Ich will euch hier beweisen, dass Ruprecht mir den Krug zerschlug. Denn wenn ihr Frau Brigitte jetzt ruft, die seine Mum ist, so genügt mir die. Weil die den Hauptpunkt just bestreiten wird. Denn die hat Glock 22:30 im Garten, merkt wohl, bevor der Krug zertrümmert worden. Wortwechselnd mit der Eve ihn schon getroffen. Wer hat mich? Schwester Brigitte? Mich? Mit Eve? Hör, du verfluchter Schlingel, du. Was machst du? Hier breche ich alle Knochen noch. Weshalb auch? Warum verschwiegst du, dass du mit der Dirn Glock 22:30 im Garten schon scharwenzt? Warum verschwiegst du's? Warum ich's verschwieg? Gott, Schlag um Donner, weil's nicht wahr ist, Vater! Wenn das die Muhme Brigitte zeugt, so hängt mich! Und bei den Beinen sie meinthalb dazu. Wenn aber sie's bezeugt, nimm dich in Acht, du und die saubere Jungfer, Ewe dort. Wie ihr auch vor Gericht euch stellt, ihr steckt doch unter einer Decke noch. Es ist irgendein schändliches Geheimnis noch, von dem sie weiß und nur aus Schonung hier nichts sagt. Geheimnis? Welches? Warum hast du gestern Abend eingepackt? Die Sachen? Röcke, Hosen, ja, und Wäsche. Ein Bündel, wie es ein Reisender just auf die Schulter wirft. Weil ich nach Utrecht soll. Weil ich zum Regiment soll, Himmel, Donner! Schafft Frau Brigitte herbei, Herr Richter Adam. Wird euer Gnaden diese Sache nicht ermüden? Sie zieht sich in die Länge. Euer Gnaden haben meine Kassen noch und die Registratur. Ich bin der Meinung... Abzuschließen, gut. Erlaubt. Ich bin der Meinung, fortzufahren. Ihr seid am... Auch gut. Sonst würde ich auf Ehre morgen früh, Glock 9, die Sache zu eurer Zufriedenheit beenden. Ihr wisst um meinen Willen. Wie ihr befehlt. Herr Schreiber, schickt den Büttel ab. Sie sollen sogleich ins Amt die Frau Brigitte laden. Inzwischen könnte man, wenn es so gefällig, sich vom Sitz ein wenig lüften. Oh ja, was ich sagen wollte. Erlaubt ihr gleichfalls, dass die Parteien bis Frau Brigitte erscheint. Was, die Parteien? Ja, vor die Tür, wenn ihr... Verwünscht. Herr Richter Adam, wisst ihr was?
Gebt ein Glas Wein mir in der Zwischenzeit. Oh, von ganzem Herzen gern. Hey, Margarete, ihr macht mich glücklich, gnädiger Herr. Margarete! Ja. Was befehlt ihr? Tretet ab, ihr Leute! Franz, auf den Vorsaal draußen oder rein? Von unserem Rhein. Gut. Bis ich rufe, Marsch! Wohin? Geh vom Versiegelten, Margarete. Was? Auf den Flur bloß draußen. Hier, der Schlüssel. Und Butter frisch gestampft, Käse auch aus Limburg und von der fetten westfälischen Räuchergans. Halt einen Augenblick. Macht nicht so viel umständlich, bitte euch sehr, Herr Richter. Ein Stück vom trockenen Brote nur und Salz. Ach, trockenes Brot, was Salz? Geht doch. Gewiss. Ei, ein Stück Käse aus Limburg, mindestens Käse, macht erst geschickt die Zunge, Wein zu schmecken. Gut, ein Stück Käse denn, doch weiter nichts. Ist okay. Und Weiß von Damast aufgedeckt. Schlecht alles zwar, doch recht. Das ist der Vorteil von uns verrufenen, hagestolzen Leuten, dass wir, was andere knapp und kummervoll mit Weib und Kindern täglich teilen müssen, mit einem Freunde zur gelegenen Stunde vollauf genießen. Was ich sagen wollte, wie kamt ihr doch zu eurer Wund, Herr Richter? Das ist ein böses Loch für wahr im Kopf, das... Ich fiel. Ihr fielt? So. Wann? Gestern Abend? Heute. Glock 5:30. Verzeiht, am Morgen früh, da ich soeben aus dem Bette stieg. Worüber? Über, gnädiger Herr Gerichtsrat, die Wahrheit euch zu sagen, über mich. Ich schlug euch häuptlings an dem Ofen nieder, bis diese Stunde weiß ich nicht warum. Von hinten? Wie von hinten? Oder vorn? Ihr habt zwei Wunden, vorne ein und hinten. Von vorn und hinten, Margarete. Wie? Erst so, dann so. Erst auf die Ofenkante, die vorn die Stirn mir einstieß, und so dann vom Ofen rückwärts auf den Boden nieder, wo ich mir noch den Hinterkopf zerschlug. Ist euch gefällig? Hättet ihr ein Weib? So würde ich wunderliche Dinge glauben, Herr Richter. Wieso? Ja, bei meiner Treu. So rings sehe ich zerkritzt euch und zerkratzt. Nein, Gott sei Dank, Frauennägel sind es nicht. Strauchwerk für Seidenwürmer, das man trocknend mir an den Ofenwinkel aufgesetzt. Auf euer Wohlergehen. Und grad auch heute noch die Perücke seltsam einzubüßen, die hätt euch eure Wunde noch bedeckt. Ja, jedwedes Übel ist ein Zwilling. Hier von dem Fetten jetzt kann ich... Ein Stückchen. Aus Limburg? Recht aus Limburg, gnädiger Herr. Wie Teufel aber, sagt mir, ging das zu? Was? Dass ihr die Perücke eingebüßt. Ah, ja, seht. Ich sitze und lese gestern Abend ein Aktenstück. Und weil ich mir die Brille verlegt... duck ich so tief mich in den Streit, dass bei der Kerzeflamme lichterloh mir die Perücke angeht. Ich denke, Feuer fällt vom Himmel auf mein sündig Haupt und greife sie und will sie von mir werfen. Doch ehe ich noch das Nackenband gelöst, brennt sie wie Sodom und Gomorra an schon. Kaum, dass ich die drei Haare mir noch räche. Verwünscht! Und eure andere ist in der Stadt. Bei dem Perückenmacher. Doch zur Sache. Nicht allzu rasch, ich bitte, Richter Adam. Ei, was die Stunde rollt, ein Gläschen hier. Der Lebrecht, wenn der Kauz dort wahrgesprochen, er hat auch einen bösen Fall getan. Auf meine Ehre. Wenn die Sache hier, wie ich fast fürchte, unentworren bleibt, so werdet ihr an eurem Ort den Täter leicht noch aus seiner Wund entdecken können. Hier, was wir lieben, gnädiger Herr, stoßt an. Was recht und gut und treu ist, Richter Adam. Hier, Frau Brigitte, herein. Ist das die Frau, Herr Schreiberlicht? Das ist die Frau Brigitte, euer Gnaden. Nun denn, so lasst die Sache uns jetzt beschließen. Nehmt ab, ihr Mägde, hier. Ei, sagt, was bringt uns dort die Frau Brigitte für eine Perücke? Gnädiger Herr, was jene Frau uns dort für eine Perücke bringt. Was? Verzeiht. Die Frau fand die Perücke im Spalier bei Frau Margarete Rull. Sie hing gespießt gleich einem Nest im Kreuzgeflecht des Weinstocks, dicht unterm Fenster, wo die Jungfrau schläft. Was, bei mir? Im Spalier? Herr Richter Adam,
Habt ihr mir etwas zu vertrauen? So bitte ich um die Ehre des Gerichtes, ihr seid so gut und sagt mir es an. Ich euch. Nicht? Habt ihr nicht? Auf meine Ehre. Hier, die Perücke, ist die eure nicht? Hier die Perücke, ihr Herrn. Das ist sie meine. Das ist Blitzelement, die nämliche, die ich dem Burschen vor 8 Tagen gab, nach Utrecht sie zum Meistermehl zu bringen. Wem? Was? Dem Ruprecht? Mir? Habe ich ihm, Schlingel, als er nach Utrecht vor 8 Tagen ging, nicht die Perücke ihm anvertraut, sie zum Friseur, dass er sie renoviere, hinzutragen? Ob er... Ja, er gab mir... Na, warum hat er nicht die Perücke Halunke abgegeben? Warum nicht hat er sie, wie ich befohl, beim Meister in der Werkstatt abgegeben? Warum ich sie... Gott Himmeldonnerschlag, ich hab sie in der Werkstatt abgegeben. Der Meister Mehl nahm sie. Ja, sie abgegeben, ja. Und jetzt hängt sie im Weinspalier bei Martens. Oh, Werbkanaille, so entkommst du nicht. Dahinter steckt mir von Verkappung was und Meuterei was, weiß ich. Wollt ihr erlauben, dass ich sogleich die Frau nur inquiriere? Ihr hättet die Perücke? Welcher Herr, als jener Bursche dort vergangenen Dienstag nach Utrecht fuhr mit seines Vaters Ochsen, kam er ins Amt und sprach, Herr Richter Adam, habt ihr im Städtlein etwas zu bestellen. Mein Sohn, sag ich, wenn du so gut willst sein, so lass mir die Perücke hier auftupieren. Nicht aber, sagte ich ihm, geh und bewahre sie bei dir auf, verkappe dich darin und lass sie im Spalier bei Martens hängen. Ihr Herren, der Ruprecht, meine ich halt zu Gnaden, der war's wohl nicht. Denn da ich gestern Nacht hinaus aufs Vorwerk gehe, zu meiner Muhme, die schwer im Kindbett liegt, hört ich die Jungfer gedämpft im Garten hinten jemand schelten. Wut scheint und Furcht die Stimme ihr zu rauben. Pfui, schäme sich, er Niederträchtiger. Was macht er? Fort, ich werde die Mutter rufen. Als ob die Spanier im Lande wären. Mithin? Mithin? Schweigt, lass die Frau vollenden. Da ich vom Vorwerk nun zurückgekehre, zur Zeit der Mitternacht etwa, und just im Lindengang bei Martens bin, huscht euch ein Kerl bei mir vorbei. Kahlköpfig, mit einem Pferdefuß. Und hinter ihm erstinkt's wie Dampf von Pech und Haar und Schwefel. Ich sprech, ein Gott sei bei uns und dreh entsetzensvoll mich um und seh, mein Seel, die Glatz, ihr Herren, im Verschwinden noch wie faules Holz den Lindengang durchleuchten. Was? Himmeltausend! Ach, wie toll, Frau Brigitte! Der Teufel, meint sie, wer? Still, still. Mein Seel, ich weiß, was ich gesehen und gerochen. Fürwahr, ich weiß nicht. Bitte ganz submissiv vor, den Bericht nicht zu stören. Dass es der Teufel war, behaupte ich nicht. Jedoch, mit Pferdefuß und kahler Glatze und hinten Dampf, wenn ich nicht sehr mich irre, hat's seine völlige Richtigkeit. Fahr fort. Da ich nun mit Erstaunen heut vernehme, was bei Frau Marthe Rull geschehen, und ich den Krugzertrümmerer auszuspionieren, der mir zur Nacht begegnet am Spalier, den Platz, wo er gesprungen, untersuche, find ich im Schnee, ihr Herren, euch eine Spur. Was find ich euch für eine Spur im Schnee? Rechts, fein und scharf und nett gekantet immer ein ordentlicher Menschenfuß. Und links, unförmig, grob hineingetölpelt, ein ungeheurer Klotzker Pferdefuß. Und Menschenfuß und Pferdefuß und Menschenfuß und Pferdefuß. Quer durch den Garten bis in alle Welt. Mein Seel, ihr Herren, ich trage darauf an, bevor wir ein Konklusum fassen, im Haag bei der Synode anzufragen, ob das Gericht befugt sei, anzunehmen, dass Beelzebub den Krug zerbrochen hat. Ein Antrag, wie ich ihn von euch erwartet. Was meint wohl ihr, Herr Schreiber? Euer Gnaden werden nicht die Synode brauchen, um zu urteilen. Vollendet mit Erlaubnis den Bericht. Ihr, Frau Brigitte dort, so wird der Fall aus der Verbindung, hoffe ich, klar konstruieren. Hierauf, Herr Schreiberlicht, sag ich, lasst uns die Spur ein wenig doch verfolgen. Sehen, wohin der Teufel wohl entwischt sein mag. Gut, sagt er, Frau Brigitte, ein guter Einfall. Vielleicht gehen wir uns nicht weit um, wenn wir zum Herrn Dorfrichter Adam gehen. Nun, und jetzt fand sich? Zuerst, jetzt finden wir jenseits des Gartens, in dem Lindengange, den Platz, wo Schwefeldämpfe von sich lassen, der Teufel bei mir angeprellt, ein Kreis, wie scheu ein Hund etwa zur Seite weicht, wenn sich die Katze prustend vor ihm setzt. Drauf weiter? Nicht weit davon jetzt steht ein Denkmal seiner an einem Baum, dass ich davor erschrecke. Ein Denkmal? Wie? Wie? Ja, da werdet ihr... Verflucht, mein Unterleib. Vorüber, bitte.
vorüber hier. Ich bitte, Frau Brigitte. Wohin die Spur euch führte, will ich wissen. Wohin? Mein Treu, den nächsten Weg zu euch? Zu uns? Hierher? Vom Lindengange, ja. Aufs Schulzenfeld, den Karpfenteich entlang, den Steg quer über den Gottesacker. Dann hier, sag ich, her zum Herrn Dorfrichter Adam. Zum Herrn Dorfrichter Adam. Her zu mir. Zu euch, ja. Wird doch der Teufel nicht in dem Gerichtshof wohnen? Ich bin ein Schuft. Der Kerl, passt auf, hat den Gesetzen hier was angehängt. Ich will nicht ehrlich sein, wenn es nicht stinkt in der Registratur. Wenn meine Rechnungen, wie ich nicht zweifle, verwirrt befunden werden sollten. Auf meine Ehre, ich stehe für nichts ein. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, was der Linke... Sagt doch, ihr Herr, ist jemand hier im Orte, der missgeschaffene Füße hat? Allerdings ist jemand hier im Häusum. So? Wer? Wollen euer Gnaden den Herrn Richter fragen? Den Herrn Richter Adam? Ich weiß von nichts. 10 Jahre bin ich hier im Amt zu Häusum. Soviel ich weiß, ist alles grad gewachsen. Nun, wen meint ihr? Hey, lass er doch seine Füße draußen. Was steckt er unter den Tisch, verstört zu hin, dass man fast meint, er wäre die Spur gegangen. Wer? Der Richter Adam? Ich die Spur? Bin ich der Teufel? Ist das ein Pferdefuß? Auf meine Ehre. Der rechte Fuß ist gut. Macht jetzt mit der Session sogleich ein Ende. Ein Fuß, wenn den der Teufel hätte, dann könnte er auf die Bälle gehen und tanzen. Den einzigen Skrupel nur, ihr würdigen Herren, macht dünkt mich dieser feierliche Schmuck. Was für ein feierlicher? Mir die Perücke. Wer sah den Teufel je in solcher Tracht? Wir wissen hierzuland nur unvollkommen, was in der Hölle Mod ist, Frau Brigitte. Man sagt, gewöhnlich trägt er eigenes Haar, doch auf der Erde, bin ich überzeugt, wirft er in die Perücke sich, um sich den Honoratioren beizumischen. Nichts würd ihr. Wert vor allem Volk ihn schmachvoll vom Tribunal zu jagen. Was euch schützt, ist einzig nur die Ehre des Gerichts. Schließt eure Session. Ich will nicht hoffen. Ihr hofft jetzt nichts. Ihr zieht euch aus der Sache. Glaubt ihr, hätte ich der Richter gestern im Weinstock die Perücke eingebüßt? Behüte Gott. Die eure ist ja im Feuer wie Sodom und Gomorra aufgegangen. Vielmehr, vergebt mir, gnädiger Herr, die Katze hat gestern in die seinige gejungt. Ach, ihr Herren, wenn hier der Anschein mich verdammt, solange die Jungfer schweigt, begreife ich nicht, mit welchem Recht ihr mich beschuldigt. Hier auf dem Richtstuhl von Häusum sitze ich und lege die Perücke auf den Tisch. Den, der behauptet, dass sie mein gehört, fordere ich vors Oberlandgericht zu Utrecht. Ja, die Perücke passt euch doch, mein Seel, als wäre auf euren Scheiteln sie gewachsen. Ei, solch ein Donnerwetterkerl! Still er! Ei, solch ein blitzverfluchter Richter das! Noch einmal, wollt ihr gleich, soll ich die Sache ändern? Ja, was befehlt ihr? Ewe, sprich, ist er's? Was untersteht der Unverschämte sich? Schweig, du, sag ich. Mach Beste, dich fass ich. Ei, du Blitzpferdefuß! Hey da, der Büttel! Halt's Maul, sag ich. Wart, heute erreich ich dich. Heute streust du keinen Sand mehr in die Augen. Habt ihr nicht so viel Witz, Herr Richter? Ja, wenn euer Gnaden erlauben, fälle ich jetzt so die Sentenz. Gut, tut das. Fällt sie. Die Sache ist konstiert. Und Ruprecht dort, der Racker, ist der Täter. Auch gut, das. Weiter. Den Hals erkenne ich ins Eisen ihm. Und weil er ungebührlich sich gegen seinen Richter hat betragen, schmeiß ich ihn ins vergitterte Gefängnis. Wie lange werde ich noch bestimmen? Den Ruprecht? Ins Gefängnis? Mich? Ins Eisen? Spart eure Sorgen, Kinder. Seid ihr fertig? Den Krug meinthalb mag er ersetzen oder nicht. Gut, denn geschlossen ist die Session. Und Ruprecht appelliert an die Instanz zu Utrecht. Er soll erst nach Utrecht appellieren. Was? Ich? Zum Henker, ja. Und bis dahin? Und bis dahin? In das Gefängnis gehen. Den Hals ins Eisen stecken. Seid ihr auch Richter? Er dort, der Unverschämte, der dort sitzt, er selber war's. Hör's zum Teufel, schweig. Ihm bis dahin krümmt sich kein Haar. Auf, Ruprecht. Der Richter Adam hat den Krug zerbrochen. Ei, wart du! Er doch? Er! Ja! Auf, Ruprecht! Er war bei deiner Ewigkeit verlaufen! Fass ihn, schmeiß ihn ja so, wie du willst! Halt dort! Wer hier Unordnungen? Gleich viel, das Eisen ist verdient! Geh, Ruprecht, geh! Schmeiß ihn vor dem Tribunal herunter! Verzeiht, ihr Herren! Hier! Halt ihn! Geschwind! Blitz, linke Teufel! Halt ihn! Und schlag
um Donner, bist dein Mantel bloß? Ach! Fort, ruf den Büttel! Ratz! Alles eins und Ratz! Ach! Und Ratz! Ach! Und noch eins! Und noch eins! In Ermangelung des Buckels! Er, ungezogener Mensch, schafft hier mir Ordnung! An ihm, wenn er sogleich nicht ruhig ist, ihm wird der Spruch vom Eisen heut noch wahr! Sei ruhig, du vertachter Schlingel! Ei, Evchen, wie hab ich heute schändlich dich beleidigt? Ei, Gottsblitz, alle Wetter, und wie gestern? Ei, du mein goldenes Mädchen, Herzensbraut, wirst du deinen Lebtag mir vergeben können. Herr, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Verloren? Warum das? Ach Gott, was gibt's? Er rettet Ruprecht von der Konskription, denn diese Konskription, der Richter Adam hat mir es als ein Geheimnis anvertraut, geht nach Ostindien und von dort, ihr wisst, kehrt von drei Männern einer nur zurück. Was? Nach Ostindien? Bist du von Sinnen? Nach Bantam, gnädiger Herr, verleugnet's nicht. Hier ist der Brief, die stille heimliche Instruktion, die Landmiliz betreffend, die die Regierung jüngst deshalb erließ. Ihr seht, ich bin von allem unterrichtet. Oh, unerhört arglistiger Betrug. Der Brief ist falsch. Falsch? Falsch, so wahr ich lebe. Oh. Herr Schreiber Licht. Euer Gnaden. Sagt selbst, ist das die Order, die man aus Utrecht jüngst an euch erließ? Die Order? Was? Der Sünder, der... Ein Wisch, den er mit eigenen Händen aufgesetzt. Nein, nimmer mehr, ihr Herrn. Bei meiner Ehre. Und zum Beweise meines Worts. Den Ruprecht wär's so, wie du mir sagst. Ich kauf ihn frei. O Himmel, wie belog der Böswicht mich. Denn mit der schrecklichen Besorgnis eben quält er mein Herz. Und kam zur Zeit der Nacht, mir einen Attest für Ruprecht aufzudringen. Bewies, wie ein erlogenes Krankheitszeugnis von allem Kriegsdienst ihn befreien könnte. Erklärte und versicherte und schlich, um es mir auszufertigen, in mein Zimmer. So schändlich es ihr Herren von mir fordern, dass es kein Mädchenmund wagt auszusprechen. Ei, der nichtswürdig schändliche Betrüger! Lass den Pferdehuf, mein süßes Kind. Sie hätt ein Pferd bei dir den Krug zertrümmert. Ich wär so eifersüchtig just als jetzt. Das sag ich auch. Küsst und versöhnt und liebt euch. Und Pfingsten, wenn ihr wollt, mag Hochzeit sein. Seht, wie der Richter Adam, bitte ich euch, bergauf, bergab, als Flöhe, Rad und Galgen, das aufgeflügte Winterfeld durchstampft. Was, ist das der Richter Adam? Allerdings. Jetzt kommt er auf die Straße, seht, wie die Perücke in meinen Rücken fallen. Geschwind, Herr Schreiber, fort, holt ihn zurück, dass er nicht übel rettend Ärger mache. Von seinem Amt zwar ist er suspendiert, und euch bestelle ich bis auf weitere Verfügung, hier im Ort es zu verwalten. Doch sind die Kassen richtig, wie ich hoffe, zur Desertion ihn zwingen will ich nicht. Fort, tut mir den Gefallen, holt ihn wieder. Hey, hey! Hey, sag doch, gnädiger Herr, wo finde ich auch den Sitz in Utrecht der Regierung? Weshalb, Frau Marte? Ha, weshalb? Ich weiß nicht. Soll hier dem Kluge nicht sein Recht geschehen? Verzeiht mir, allerdings, am großen Markt. Und Dienstag ist und Freitag Session. Gut, auf die Woche stelle ich dort mich ein. Sie hörten das Lustspiel »Der zerbrochene Krug« von Heinrich von Kleist. Die Personen und ihre Sprecher: Gerichtsrat Walter, Werner Pledat, Dorfrichter Adam, Nationalpreisträger Willi A. Kleinau, Schreiber Licht, Willi Arnhold, Frau Marthe Rull, Ami Frank, Ewe, Antje Ruge, Veit Tümpel, Franz Gützlaff, Ruprecht, Christoph Engel, Frau Brigitte, Marga Legal, Bedienter Hans Bergermann, zwei Mägde Irmgard Düren und Gretel Fiedler. Funkeinrichtung Gerhard Rentsch, Ton Günter Becker, Aufnahmeleiter